Hast du ja vor ein paar Jahren den Schritt gemacht, zu sagen, ich möchte mich jetzt mehr und mehr mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Was würdest du heute Menschen raten, die einen ähnlichen Gedanken haben? Also auch in diesem Bereich Social Media Content produzieren zu gehen? Gibt es da Tipps oder? Also ich glaube, das ist auch so ein. Ich glaube, jeder findet da so seinen eigenen Weg. Was ich empfehlen würde, ist für den Anfang einfach mal nach Themen oder Leuten zu suchen, die sich mit Themen oder ja, die einen eben beschäftigen. Ne? Ob das jetzt nur politische Themen sind oder ob das so, oder wie soll ich sagen, persönliche Themen sind, wie eben jetzt zum Beispiel Entwicklung oder was mache ich, wenn ich mit meinem Job unzufrieden bin oder irgendwie sowas in der Art. Oder, dass ich einfach wirklich mal gucke, ne, in den sozialen Medien, wer ist da unterwegs, was kann ich da finden, ne, mit wem kann ich da vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen. Also Leute, die in den Social-Media-Bereichen aktiv sind, muss ich sagen, auf die kann man immer zugehen. Ich meine, deswegen sind die ja in den Social-Media-Kanälen. Es ist wirklich so. Also da kriegt man eine E-Mail, das hatte ich jetzt auch, eine Interviewanfrage, da wird sich sofort geduzt, das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, ja. Also noch einfacher kann man auf Menschen nicht zugehen. Nee, genau. Und einfach wirklich mal zu sagen, hallo, ich habe da mal eine Frage oder habe ich das richtig verstanden oder ich finde das toll, was für eine Meinung da hast oder welche Position du vertrittst, das ist einfach, und dann muss man einfach mal gucken, was einem da so gefällt. Es ist einfach schön, wenn man Rückmeldungen bekommt, ne? Also auch aktiv zu werden. Klar, ich habe am Anfang auch immer sehr viel erstmal mitgelesen, ne? Und bin gefolgt. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Twitter, habe ich inzwischen weit über 500 Follower, was mich wirklich erstaunt. Also das habe ich auch erst seit diesem Jahr. Und obwohl ich gerade bei Twitter, habe ich auch zuerst gedacht, ja, ich stelle mich da auf, so als die, ja, wie soll ich sagen, Online-Marketing-Frau, die immer wieder dann Tipps von anderen teilt und manche Sachen auch dann vielleicht beurteilt und weitergibt und sowas halt alles. Aber ich habe festgestellt, es ist wichtig, einfach auch mal Mensch zu sein. Ne? Also authentisch zu sein. Ne? Und auch wenn viele sagen, ja, du musst ein klares Profil haben und so, ne? Bin ich der Meinung, nee, warum eigentlich nicht? Ne? Also ich glaube, mein Kurztext auf Twitter sagt aus, womit ich mich beschäftige. Das ist das Thema natürlich, Social Media. Es ist aber auch das Thema Schreiben. Also ich glaube, es kommt auch eine gewisse Neugier raus. Ne? Und deswegen twitter ich manchmal auch ein paar Sachen, die eigentlich sozusagen nicht zu meinem Profil passen. Und das kommt anscheinend trotzdem an. Ne? Ich bin manchmal überrascht, wer mir folgt. Ne? Bei manchen weiß ich, okay, die sind, wie soll ich sagen, da habe ich auch manchmal langsam den Verdacht, das sind irgendwelche automatisierten Bots. Ne? Hauptsache, man folgt jemandem und die hoffen, dass man einem zurückfolgt. Aber bei manchen, da merke ich, nee, da ist das gleiche Thema da. Ich gucke mir auch wirklich jeden an, der mir folgt, um zu gucken, ist das jemand Interessantes, der eigentlich auch interessante Themen weitergibt und sowas alles. Und dann entscheide ich eben wirklich, folge ich dem oder folge ich dem nicht. Also ich fühle mich auch nicht in der Pflicht, wirklich jedem zu folgen, der mir folgt. Ne? Obwohl ich ziemlich vielen folge, da müsste ich vielleicht auch mal ein bisschen ausmessen. Muss man auch da aufräumen. Ja, also einfach neugierig sein, aktiv werden, wenn man sich danach fühlt, also sich dazu gezwungen fühlen und ja, einfach mal ausprobieren, würde ich mal sagen. Und
versuchen, mal verschiedene Kanäle auszuprobieren und festzustellen, welcher liegt einem besonders. Also man muss nicht unbedingt auf Facebook sein, man muss nicht unbedingt Twitter machen oder Instagram, Pinterest, alles zusammen. Das ist viel zu viel. Ja? Also das ist auch für jemand Professionelles viel zu viel. Ne? Also es gibt zwar Tools, mit denen man 1000 Kanäle verwalten kann, aber das macht dann langsam auch keinen richtigen Spaß mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, der Spaß ist immer noch das Wichtigste dabei. Und dann einfach gucken, okay, was ist das, was mir am meisten liegt? Bin ich jemand, der zum Beispiel gerne irgendwie durch die Gegend strollt und Fotos macht? Ja, dann ist Instagram vielleicht für mich das Richtige. Oder vielleicht auch Pinterest. Muss man dann einfach mal sehen, was passt. Bin ich zum Beispiel ein Bastler, ja, und mache die tollsten Dinge aus Sachen, da würde ich zum Beispiel dann Pinterest empfehlen, ne? Weil da ist Do It Yourself zum Beispiel die Plattform eigentlich auch dafür. Ne? Okay. Wenn ich jetzt gerne schreibe zum Beispiel, jetzt kommen wir zu meinem Thema, ist Medium. Ne? Also das habe ich jetzt, da bin ich auch sehr lange nur stiller Follower gewesen. Ich habe gar nicht so viel gelesen, aber ich war halt da. Auf einmal hatte ich da einen Artikel gefunden vor ein paar Wochen und der hat mich so angetriggert, also dermaßen angepiekst, dass ich gesagt habe, ja okay, jetzt mach das endlich, was du eigentlich seit Jahren im Kopf hast. Und jetzt setz dich hin und schreib. Also auch das wird nachher hier unten verlinkt. Also keine Sorge. Solltet ihr weitere Fragen dazu haben, könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an kirsten@dein-erfolgs.coach. Und ich werde das natürlich an Katja weiterleiten. Jetzt. Also Katja, was würdest du jetzt Menschen noch mal auf die Frage zurückzukommen, die mit dem Gedanken spielen, ihr Leben jetzt insofern zu verändern, aus diesen Ketten sich einfach mal loszulösen, ihr eigenes Ding zu machen und sich überlegen, Mensch, ich würde auch gerne im Bereich Social Media was machen. Was würdest du denen raten, was sie unbedingt brauchen, damit sie anfangen können? Gibt es etwas, wo du sagst, sie brauchen was in ihrer Toolbox, oder sagst du, nö, einfach mal loslegen? Ich glaube, ganz viel Neugier. Also man muss wirklich neugierig sein. Ne? Man sollte Spaß daran haben, auch mit Leuten in Kontakt zu treten. Ne? Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Alles andere, denke ich mal, ergibt sich so von alleine. Ne? Man sollte, Spaß haben, sich mit technischen Dingen zu beschäftigen. Ne? Also, und Geduld, kann ich nur sagen. Sehr viel Geduld. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach auch Neugier. Und man sollte auch mit, ich sag mal, offenen Augen durch die Welt gehen und auch mal, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt alles glauben, was manche Leute einem erzählen, weil ich finde, gerade im Moment sind so viele Experten unterwegs, sozusagen, die einem ständig davon erzählen, wie man perfekt Twitter, bloggt oder Facebook macht und sowas halt alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, vergisst das alles mal. Ne? Also macht es einfach und guckt, was passiert. Und es gibt keine hundertprozentige Regel, wie man das richtig macht, sondern Hauptsache ist, man ist dabei, man beteiligt sich und man hat Spaß dabei. Also was ich gelernt habe in der ganzen Zeit, und ich meine, ich bin schon sehr lange selbstständig, aber jetzt seit einem guten halben Jahr sehr intensiv auch mit Podcast und YouTube. Für mich war es nie die Prämisse, oder ist es auch nicht, dass ich damit Geld verdienen möchte, sondern ich möchte damit Menschen erreichen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz. Das hört man dann auch bei denen, die sich wirklich mit den Themen aussetzen, dass sie sagen, ich nutze das als Medium, aber es ist nicht mein Medium, dass ich sage, ich werde jetzt damit über Nacht reich. Wenn ich gut bin da drin, wenn ich authentisch bin, wenn ich in Resonanz bin, dann wird sich der Erfolg über kurz oder lang einstellen. Ja. Und der Punkt ist noch der, braucht man wirklich Millionen von Followern? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich wäre die Verantwortung viel zu groß, so viele Follower zu haben. Ja? Das heißt jetzt nicht, das kann ja die nicht. Also wenn ihr hier folgen wollt, bitte, bitte, bitte. Aber
Ja, aber trotzdem, ich meine, was bringt mir das denn? Ich kann mich nie mit 100 Millionen oder mit 1,5 Millionen, egal wie viele das sind, kann ich mich auseinandersetzen oder kommunizieren. Also da geht es dann wieder eher, dass ich irgendwas erzähle und die anderen hören zu. Aber ich möchte gerne irgendwie in Dialog sein. Und dann habe ich lieber weniger und nur ein paar hundert oder so, aber mit denen habe ich einen engeren Kontakt. Ne? Also genauso, und ich sehe das eigentlich auch nicht nur für mich als Person, sondern auch für bestimmte Marken, ja? Oder für bestimmte Unternehmen, die unterwegs sind. Da wird immer noch viel zu sehr irgendwie auf die Anzahl geguckt, ja? Aber auf die Art und Weise der Kommunikation wird kaum hingesehen. Und dabei ist das das Wichtigste. Ja? Also die Reaktion, wie ich auf meine Fans oder meine Kunden oder so weiter zugehe, ist viel, viel wichtiger. Und dann ist es mir lieber, ich habe, was weiß ich, 5000 loyale Kunden, ja? Als wenn ich irgendwie 300.000 habe. Aber die sind nicht loyal. Die verschwinden sofort, wenn sie irgendwo ein besseres Angebot haben. Absolut, ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, kommt mal wieder auf den Boden. Ja? Dazu muss man sagen, hier in Deutschland läuft das sowieso anders als in den USA. Ich glaube, die sind da einfach begeisterungsfähiger und die sind schneller dabei. Im positiven Sinne. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das in Deutschland oftmals als ein Statement gesehen wird. Ja, natürlich halt so diese großen Skeptiker. Wir Deutsche sind ja alle große Skeptiker. Wir brauchen einfach Zeit und das habe ich halt in meinem beruflichen Leben immer gemerkt, also weil ich halt auch im Bereich Werbung gearbeitet habe. Die Leute brauchen einfach Zeit, bis sie von irgendwas überzeugt sind. Ja, also da kannst du nicht mit einem Hoppler, hier komme ich, wie Amerikaner das machen, ne? Die Leute sofort dazu bringen, in Begeisterungsstufe auszusetzen. Wobei ich finde, der Deutsche könnte noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber es ist einfach nicht so. Da sind wir wieder beim Anfang von unserem Gespräch, wie lange das gedauert hat, bis man New Economy als tertiären Arbeitsmarkt in Deutschland anerkannt hat, obwohl anerkannt ist es immer noch nicht, wird ja immer noch skeptisch betrachtet. Also auch das, was ich mache, wird, obwohl ich es ja schon lange mache, immer noch skeptisch betrachtet. Ja. Die Medien sind auch noch immer nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das wird dauern. Also YouTube ist ein gutes Beispiel für mich. Also wenn in Deutschland sind es die Jüngeren, die sich YouTube angucken, weil sie Gaming-Sessions sich angucken wollen oder Schminktipps, ne? Wir haben vorhin festgestellt, wir wollen eigentlich was anderes. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was Gutes, wenn, sag ich mal, so ein Land wie Deutschland manchmal auch so ein bisschen auf Gefahren hinweist. Also was zum Thema das Thema Datenschutz angeht. Also unsere deutschen Datenschutzbeauftragten sind, glaube ich, irgendwie so die größten Feinde von Facebook und Google und überhaupt, weil die ständig immer den Zeigefinger heben. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch okay, weil die Amerikaner machen sich da wirklich gar keine Gedanken darum, was das angeht. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen froh drum, dass da doch dann zumindest einer mal versucht, da auch hinzugucken und vielleicht auch mal wirklich auf bestimmte Gefahren dann auch. Wobei interessanterweise, erlebe ich auch so. Auf der anderen Seite wird ja gerade in Europa versucht oder auch in Deutschland das bargeldlose Bezahlen immer mehr zu forcieren. Und da ist es ja mit dem Datenschutz komplett hinüber. Ne? Also angefangen damit, dass sie jetzt den 500-Euro-Schein abschaffen wollen. Ich glaube, die Entscheidung haben sie getroffen. Wo ich dann denke, wenn einer weiß, wie ich bezahle, ob das jetzt mit Payback oder wie, alles unter Kontrolle. Ja, und dann muss ich sagen, dann ist es auch egal, weil ich bei Facebook poste. Ja. Also ich denke auch, es geht nicht darum, es schlecht zu reden, sondern es geht darum, eine Aufmerksamkeit zu erreichen, mehr Achtsamkeit auch damit, ne? Und sich auch der Verantwortung bewusst zu sein, wenn ich mir A was angucke, wenn ich B was produziere, was erreiche ich oder wen erreiche ich. Verantwortung natürlich, auf deine Daten Acht zu geben. Ja. Klar, sage ich mir auch manchmal, meine Güte, die wissen irgendwie alles über mich, also da kann ich auch noch so viel schützen. Ich gebe zu, ich bin nicht der große Verschlüsselungsmensch. Ich habe einmal angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt da auch eine nette Anleitung von jemandem, der da sehr tief im Thema ist, wie man zum Beispiel seine Mails verschlüsseln kann, aber obwohl ich manchmal gerne auch so ein bisschen rumspiele und ein paar Sachen ausprobiere, aber da war für mich der Punkt, ist irgendwann genug, ne? Das ist mir zu kompliziert. Ne? Also
Klar, ich meine, das sind meine Daten und so weiter, aber auf der anderen Seite sage ich mir wiederum, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich habe irgendwie nichts zu verheimlichen, aber auf der anderen Seite sage ich mir, natürlich sollte man sich... Wenn einer böse Absicht hat, dann kann er auch eine verschlüsselte Datei, also insofern. Aber okay, jetzt kommen wir in eine politische Diskussion, da wollten wir eigentlich gar nicht rein. Wir möchten euch ja eher dazu ermutigen, auch mit diesem Kanal euer Leben so zu gestalten, wie ihr das gerne haben möchtet, euren Weg zu gehen und zu gucken, wo ihr mit euch in Resonanz geht. Katja hat heute, finde ich, sehr schön dargestellt, dass sie sehr tief ist im Bereich der digitalen Kommunikation, so möchte ich das mal nennen, im Dialog sein mit anderen Menschen, auf Qualität zu achten, auf Content zu achten. Sie hat ihre Leidenschaft im Schreiben gefunden und Katja hat auch einen Blog, wo sie sich jetzt seit 3 Wochen in einer persönlichen Challenge befindet, dass sie jeden Tag einen Artikel postet. Also auch das wird nachher hier verlinkt sein. Lest es auf jeden Fall, ist unglaublich spannend und ich glaube, ich schieße nicht so weit vor, aber mit Katja werde ich demnächst nochmal ein Podcast-Interview machen, als Expertengespräch zu dem Thema, weil damit erreichen wir nochmal andere Leute. Okay, gerne. Katja, noch ein letztes Wort an unsere Zuschauer. Hast du noch was? Ich sage einfach mal, probiert einfach mal neue Sachen aus. Was ich euch mal mitgeben möchte, was mir jemand mal gesagt hat, ist, was ist eigentlich, oder du hast dich mit so vielen Projekten beschäftigt. Wie ist es denn eigentlich mit dem Projekt Katja? Und jetzt gebe ich euch das einfach mal mit. Was ist eigentlich euer ureigenstes Projekt? Und versucht das wirklich mal zu trennen von eurer beruflichen Position, Entwicklung oder in der familiären Geschichte oder wo ihr lebt oder wohnt, sondern wirklich mal in euch zu gehen und zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Urbedürfnis? Also was bin ich? Ne? Was bin ich eigentlich? Wie gesagt, für mich hat sich anscheinend jetzt so das Schreiben da herauskristallisiert, wo ich auch mir momentan überhaupt keine Gedanken mache, wo sich das hinentwickelt. Ja? Also ob ich damit Geld verdienen, das ist mir momentan so egal. Also es geht mir wirklich nur darum, dass ich schreibe, um endlich da auch mal mich weiterzuentwickeln und Sachen auszuprobieren und mich auszuprobieren zu können. Und versucht das einfach mal. Was ist euer Projekt? Projekt Kirsten. Ich habe mein Projekt gefunden und ich arbeite an meinem Projekt. Wunderbar, Katja, ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, wenn ihr weitere Informationen zu Katja haben wollt, die Links kriegt ihr nachher hier unterhalb des Videos. Dürft mir gerne eine Nachricht schreiben, aber ich werde auch Katjas E-Mail-Adresse, wenn sie mir die denn dafür zur Verfügung stellt, gerne da auch posten, dass ihr direkt mit ihr schreiben könnt. Vielen Dank, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich abonniert uns. Das ist absolut kostenfrei, unverbindlich und gefahrenlos. Bis dann. Tschüss, eure Kirsten.